Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 24. August. Heute dabei Google Drive, Chrome Enterprise, Galaxy Note 8, iPhone 8, Facebook und PlayStation Now. Fangen wir mit Google an. Google Drive, das ist ja der Online-Speicherplatz von Google. Ja, da gibt es ein bisschen was umsonst und dann kann man halt upgraden. Also man kann sich beispielsweise 100 GB für 19,99 € dazu buchen. Das war bislang immer nur über die Webseite möglich. Und nun wurde auch die Google Drive App für iOS aufgebaut und nun kann man direkt aus der App raus auch mehr Speicher kaufen. Klingt erstmal gut, hat aber einen kleinen Haken, denn durch den In-App-Kauf möchte Apple ja auch dabei verdienen und dort kosten dann die gerade angesprochenen 100 GB nicht mehr 19,99 €, sondern 21,99 €. Also, der direkte Kauf ist da auf jeden Fall günstiger, außer man hat eine iTunes-Karte aus irgendeiner Aktion, die ja teilweise auch bis zu 20% günstiger sind, dann sieht die Welt wieder anders aus. Also, wenn, dann auf jeden Fall aufgepasst und nochmal durchgerechnet, welcher Weg der beste ist. Bleiben wir gleich bei Google. Die haben jetzt mit Chrome Enterprise ein neues Betriebssystem vorgestellt, was sich an Business-Anwender wendet. Und das große Plus ist dabei, dass Chrome Enterprise Microsoft Active Directory unterstützt. Schwieriges Wort. Microsoft Active Directory ist im Business-Kontext natürlich auf jeden Fall ein guter Punkt, ne? Wird oft benötigt und für die Privatanwender ist das natürlich irrelevant. Von daher spannend, wie sich das so entwickelt und da halten wir auf jeden Fall ein Auge drauf. Aber es passiert noch mehr. Es soll mit Chrome Enterprise auch einen gemanagten App Store geben. Also sprich, dass man dort ganz andere Apps kriegt, die auch konkret verwaltet werden. Und ja, im Detail könnt ihr euch das gerne durchlesen. Wir haben einen Link in den Shownotes, wenn das für euch bzw. eure Firma, euren Arbeitgeber vielleicht interessant sein könnte. Vielleicht für alle interessant ist das Samsung Galaxy Note 8, denn das wurde jetzt vorgestellt. Ja, das Übliche würde ich jetzt erstmal sagen, größer, höher, schneller, weiter. Alles ist verbessert worden, toller. Und die Kamera ist super duper und die wurde dann verglichen auch mit einem iPhone 7 Plus. Natürlich ist sie dann besser, aber ja, muss man da so viel drauf geben. Ich glaube, so viel tut sich da eh nicht mehr. Das sind kleine Änderungen und die Geräte sehen eh immer nur noch wie schwarze Blöcke aus. Naja, aber er wird auf jeden Fall interessanterweise einen USB-C-Anschluss haben. Der Sprachassistent Bixby kommt mit. Ob er dann wirklich auch da ist, werden wir dann sehen. Der wurde ja schon öfters mal angekündigt und hat auch einen eigenen Button gehabt im letzten Galaxy. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, ab 15. September kann das Ding gekauft werden. Fester Speicher sind 64 GB, kann auf 256 GB erweitert werden. Und ja, wer es braucht, kann es sich holen. Die anderen warten vielleicht auch lieber aufs iPhone 8. Denn auch da gibt es jetzt ein konkretes Datum anscheinend. Und zwar die Keynote soll am 12. September stattfinden. Das hat die Seite Mac Forever bekannt gegeben. Es ist durchaus noch ein Gerücht. Allerdings hat die Seite in der Vergangenheit relativ häufig richtig gelegen mit ihren Daten. Von daher vermute ich, dass der 12. September auch wirklich das Datum sein wird, wenn wir uns das iPhone 8 oder iPhone X oder wie auch immer es dann heißen wird, angucken können. Was wir uns auch angucken können, ist 360-Grad-Fotos und Videos auf Facebook. Im konkreten Fall geht es jetzt wirklich um die Fotos und zwar konnte man die bislang durchaus schon in der iOS-App hochladen, brauchte dafür aber entsprechend ein anderes Programm, was eventuell auch mit einer Panoramakamera zusammengearbeitet hat und entsprechend ein 360-Grad-Foto aufbereitet. Das geht jetzt wirklich mit Bordmitteln, sprich man öffnet die iOS-App, nimmt ein Foto aus, wählt Panoramik-Fotos aus und kann dann mit seinem Smartphone sich praktisch von links oder nach rechts bewegen und nimmt dann entsprechend das komplette Panorama auf und das wird dann zusammengestitcht von Facebook und kann sich dann entsprechend mit den üblichen Viewing-Funktionen angeschaut werden. Schöne Funktion und macht absolut Sinn, da braucht man keine extra App und eigentlich sogar noch nicht mal eine extra Panoramakamera, wie so viele dafür nutzen. Ja, letzter Punkt für heute ist das PlayStation Now.
Netzwerk wollte ich schon sagen, aber es ist ja gar nicht ein Netzwerk, ist der Streaming-Dienst von Sony /PlayStation. Damit kann man, also mit PS Now, kann man nun Spiele streamen auf PlayStation 4 und Windows-PCs. Ist halt ein Abo-Modell, hat derzeit 400 Spiele für die PlayStation und also für die PlayStation 4 und 3. Es sollen regelmäßig neue hinzukommen. Und es gibt eine gratis Testversion für 7 Tage. Also 7 Tage, kein Monat, wie so bei vielen anderen. Aber gerade bei Spielen, ja, ist 7 Tage zum Beispiel zum Anfüttern, glaube ich, eine gute Idee. Bei einem Monat kann man sich schon einiges durchspielen. Ja, und danach kostet dann das monatliche Abo 16,99 €. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, wenn die Spiele in Ordnung sind, die dabei sind. Das kann ich nur bedingt halt entscheiden, weil ich glaube, A, hat ja jeder einen anderen Geschmack und B, sagen mir die Hälfte der Spiele nichts. Und ja, das war's auch schon für den Donnerstag. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, wie immer. Und wer Lust hat, hinterlasst uns doch einen Kommentar oder bei iTunes auch eine Bewertung. Wir freuen uns. Ansonsten, dann hören wir uns morgen wieder, ne? Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.